Ja, hallo zurück zum Saboteur. Weiter geht's auf unserer Mission im besetzten Paris. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Die letzte Mission ist ja leider ziemlich ausgeufert, weil die da alle wie verrückt rumgeballert haben. So, die nächste Aufgabe wartet hier schon. Wollen wir mal schauen, was die Dame uns anbietet? Nicht schlecht, wie du Luc wieder aufgepäppelt hast. Er schuldet dir was. Non, die Menschen dieser Stadt schulden Luc was. Du schwärmst ja richtig von ihm. Er ist ein außergewöhnlicher Mann. Alle Bewohner von Paris flüstern seinen Namen. Sie nennen ihn den Helden von La Villette. Also ist Luc der Held. Ich bin nur sein Chauffeur, was? Eifersüchtig? Mist. Ich habe Luc versprochen, ein Paket für ihn abzuliefern. Ich dachte mir, vielleicht willst du mich ja hinkutschieren. Oh. Ich soll dich fahren? Mit Vergnügen. Gut. Wir treffen uns draußen, sobald du abfahrbereit bist. Ah, jetzt machen wir eine Reise in Begleitung. Aber mal eben schauen. Noch ein bisschen Schwarz macht gut. Demain, je nettoierai tout ce sang. Wir haben ja mächtig Punkte gesammelt beim letzten Mal. Dynamit habe ich zum Beispiel gar keins mehr. So, dann ist das auch wieder voll. Ich habe eine MG, sehe ich gerade. Hier könnte ich mir die bessere Version kaufen. Ich würde sagen, das mache ich auch mal. Ja, die möchte ich gegen die schlechtere tauschen. So, Munition brauchen wir dann nicht. Das ist eher eine Waffe für Bauern. Und das ist die Waffe, die ich habe. Diese ist für weitere Entfernungen ganz gut. Ich denke mal, die ist etwas besser. Also kaufe ich mir die mal. Ja, Munition ist dann auch voll. Prima. Was könnten wir noch kaufen? Da haben wir alles. Dann könnte ich noch eine Karte kaufen. Und hier gibt es noch einige Erweiterungen. Das erhöht die Kapazität des Maschinengewehrs, also hört sich schon mal nicht schlecht an. Nehmen wir mit. So. Pistolenkapazität, das spare ich mir mal.
ich glaube, das restliche Geld, das lasse ich mal erst. Dann kaufe ich mir lieber noch ein bisschen Munition. Ja, hier ist voll. Gut. So schnell geht das, was man verdient hat, wieder weg. Also man ist bei diesem Spiel immer gezwungen, Sabotageakte zu machen, damit man sich überhaupt etwas kaufen kann. Na gut. Cherche quoi? Tu veux assurer ta protection? Caché juste sous leur nez. Ça me fait marrer. Dann auf nach draußen. Dann wollen wir die Dame mal wegbringen. Also, wo ist dieses Paket? Ich muss es erst holen. Dann brauchen wir ein Auto. Ja, das braucht man ja eigentlich immer. Ah, da steht's ja auch schon. Ja, gleich zwei. Danke fürs Mitnehmen. Auch von Luc übrigens. Wer ist dieser Luc eigentlich? Ist der Typ irgendeine Berühmtheit? Vor dem Krieg war Luc einer der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs. Seine Familie war stinkreich. Witzig. Mir kam er gar nicht wie ein Snob vor. Die Deutschen haben seine Werke für subversiv erklärt. Sie haben seinen Besitz konfisziert und seine Bücher verbrannt. Luc stand plötzlich vor dem Nichts. Und darum hasst er sie? Luc wird nicht von Hass getrieben. Er kämpft aus Liebe zu seinem Land. Ich ahne, dass das nicht nur eine Spazierfahrt wird. Denn so langsam steigt der Schwierigkeitsgrad an. Na. Fahren sich ja ein zurecht hier. So, das wäre das Ziel. Wird nicht lange dauern. Was? Alles klar. Oui, merci. Jetzt müssen wir das Paket nur noch abliefern. Haute die einfach mal einen in die Schnauze. Also echt ein gefährliches Leben hier. Warum hast du so lange gewartet, bis du uns gerufen hast? Ich bin ja froh, dass du es getan hast. Ist, naja, ewig her, seit wir so viel Spaß miteinander hatten. Ich war nicht viel unterwegs seit der Sache mit Jules. Ah. Das verstehe ich natürlich. Es scheint dich aber nicht sonderlich gebremst zu haben. Die Mädchen im Bell sagen, dass du sie alle unter das Bett säufst. Ah, ich schätze, du meinst unter den Tisch. Tue ich das? Jedenfalls bin ich froh, dass du rechtzeitig nüchtern geworden bist, um mir bei einem kleinen Botengang zu helfen. Du wirst es auch nicht bereuen, versprochen. Also auch im Jahr 1940 gab es schon Staus, aber nicht zu vergleichen mit heute. Ah, da sind wir ja schon. Sind da.
Lass mich hier raus. Bist du sicher? Hier wimmelt es von Deutschen. Das dauert nur einen Moment. Guten Tag, Fräulein. Was haben Sie da? Nur etwas Käse und Wein für Oberst Straub. Straub ist ein Glückspilz, was? Gehen Sie rein. Dankeschön. Das geht bestimmt nicht gut. Oder vielleicht doch? Los, was ist denn los? Ah. Oh, heilige Scheiße! Schnell! Sie kommen! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du eine verdammte Bombe legen willst? Hast du den Verstand verloren? Ich wusste, du würdest mich aufhalten. Da hast du verdammt recht. Das ist nicht dein Kampf. Falsch. Seit sie meinen Bruder umgebracht haben, ist es mein Kampf. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Und mich gleich dazu, wie es aussieht. Also wieder mal flüchten. Ich mach das wieder gut. Versprochen. Nein, 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 das wollte ich nicht. So. Das wäre geschafft. Naja, es war ja diesmal eine nicht so schwere Mission. Dann bringen wir die Dame mal wieder zurück. Eine kleine Zwischenstation mache ich hier aber mal, um ein bisschen Geld zu verdienen. Sean, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. Nicht jetzt. Ich muss erst ein Wörtchen mit Luke reden. Aha. Dann schauen wir mal, was er jetzt von ihm will. Marais.
Was zum Teufel ist los mit Ihnen? Lassen Sie jetzt schon Mädchen ihre Drecksarbeit erledigen. Ich zwinge niemanden. Wer unserer Sache dient, tut das aus reinem Patriotismus. Ich kann's nicht mehr hören, dass sich Männer mit Blut an den Händen als Patrioten bezeichnen. Das hier ist kein Cricketspiel. Wir tragen keine Uniformen und wir halten uns an keine Regeln. Jeder von uns muss bereit sein, das zu tun, was nötig ist. Ich habe schon Ihren Bruder verloren. Ich will verdammt sein, wenn ich Veronique auch verliere. Sie wird bei der Sache nicht mitmachen. Du hast mal gesagt, Jules hätte seinen eigenen Kopf. Tja, den habe ich auch. Denk nicht, du könntest mir Vorschriften machen. Geht für euch beide. Zählen Sie Ihre Feinde, Luc. Falls ihr etwas zustößt, haben Sie einen zu viel. Oh oh. Das wird keine große Liebe zwischen den beiden, so wie es aussieht. Na gut, dann wird das jetzt mal eine kürzere Folge für diese Mission, aber ist ja auch nicht schlimm. Nach diesen Mammut-Folgen beim letzten Mal. Na gut, ich sag dann mal einfach bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Saboteur. Tschüss.